Sind Sie schon auf Wikisana? Die größte Suchmaschine in der Ganzheitsmedizin? Dann empfehle ich Ihnen, suchen Sie die auf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Erfolgsgeschichten der Medizin. Ich habe heute eine Dame treffen dürfen, die sagt zu sich selbst, sie war als Kind schon ein Zuckerjunkie. Und aus diesem Zuckerjunkie heraus kam noch der Stress und eins kommt zum anderen. Und letztendlich hat sie auch ihre Kaskade hinter sich, aber hat auch einen Weg gefunden, hier abzuspringen und auch wieder den Weg in die Gesundheit zu finden. Und das möchte ich heute gerne mit der Frau Katharina Sochowski besprechen, die heute da ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Katharina. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern und große Ehre, denn du hast mir ja gesagt, du bist eine bekannte Modedesignerin gewesen in Österreich, hast dann aber irgendwann mal gecut, abgestellt und gesagt, jetzt reicht's, aber jetzt fangen wir ganz von vorne an. Du hast mir gesagt, als Kind schon Zuckerjunkie. Ja, meine Eltern haben immer ein gutes Essen kredenzt. Ich bin vegetarisch groß geworden, aber ohne Dessert ging es nie. Und die Großmutter war dann so brav und hat mir auch immer wieder etwas Schokolade zugeschoben. Also so hat es langsam angefangen. Aber du konntest die Figur auch halten, oder? Nicht immer, nein, nein. Ich war schon ziemlich mollig zeitweise. Ja, ja. Und dieser Zucker, immer Zucker, Zucker, Zucker? Hauptsächlich Schokolade, alles was mit Schokolade zusammenhängt, außer Kekse. Das bleibt in den Zähnen hängen, das wollte ich nie, aber alles Musik, also Schokoladenmus und... Hast du diese Hochs und Tiefs erlebt? Das heißt, wenn man ja zu viel Zucker nimmt, kommt ja sofort die Insulinproduktion und meine Energie fällt in den Keller und dann eine Stunde später muss ich Nachschub erleben, also dieser Jojo-Effekt. Das habe ich am Anfang gar nicht so bemerkt, weil man mit so vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Aber es war dann so, dass ich dann immer mehr gebraucht habe und das war dieser Insulinschock. Dass ich immer mehr gebraucht habe und dann auch angefangen habe, Schokolade zu verstecken vor anderen Menschen, weil es unangenehm war oder komisch war, dass ich so viel gegessen habe dann mit der Zeit, speziell wenn ich Stress hatte. Und im Beruf vor allem dann auch habe ich keine Zeit genommen und gehabt, um wirklich gesund und gut zu essen. Also da gab es nur ein kurzes Frühstück und dann eben Schokolade und Zucker den ganzen Tag. Von dem könnte ich leben. Ja. Okay, also viele Leute entwickeln letztendlich aus dieser Geschichte entweder massives Übergewicht oder auch eben Diabetes als Folge. Du bist am Diabetes vorbeigekommen, hast du gesagt? Zum Glück, ja, weil ich immer viel getrunken habe. Ja, ja. Was ist bei dir passiert? Es ist dann folglich immer mehr zu Magenverstimmungen gekommen und vor allem auch Durchfällen. Es war unangenehm, die Reaktionen, und ich habe sie übersehen. Jeder hat doch gesagt, du hast Durchfall, isst doch Schokolade. Ach ja, stimmt, habe ich auch mal gelernt. Stopft ja. Ja. Angeblich. Und dann habe ich noch mehr gegessen und es wurde immer schlimmer. Und ich habe nicht gewusst, warum das so ist. Und dann nach einigen Jahren, jetzt vor circa mehr wie 30 Jahren, habe ich dann gemerkt, dass das zur Routine geworden ist. Und jedes Mal ist mir dann aufgefallen, wenn ich Schokolade esse, habe ich eben Durchfall. Bei diesen Lebensmitteln habe ich ganz einfach nur Schmierstuhl. Und wenn ich eben so das rückblicke, dann habe ich schon sehr schwer schon gelitten, ohne es wahrhaben zu wollen und zu merken. Also es gibt ja eigentlich Mangelerscheinungen letztendlich am Körper. Ganz extrem, ja, ja, ja. Also du konntest eigentlich essen, was du willst, letztendlich ist dann alles eigentlich über den Stuhl wieder raus, wegen der Überkommt. Ja, ja, ich habe der Darm, der Magen hat das gar nicht mehr verdaut. Wie war dein Energielevel? Da müsste ja der massiv runtergefallen sein. Ja, ja, der ist massiv runtergefallen, so die letzten 10 Jahre.
Das war dann so. Du hast das noch 10 Jahre lang mit Durchfall, das ganze, die ganze Unternehmung am Laufen gehabt? Ich habe mich aufgefangen dann vor 25 Jahren, habe ich mich aufgefangen und habe mir gedacht, gut, jetzt muss ich endlich anfangen, da die Schokolade und den Zucker wegzulassen. Das war dann meine schwierigste Zeit, Ich war bei so vielen Ärzten, ich habe dann auch Operationen zugelassen, die nicht notwendig waren. Ich habe sehr viele Medikamente zu mir genommen, die mir verschrieben wurden. Es ist alles schlechter geworden. Oh, was für eine Operation, für was? Ich hätte angeblich Gallensteine, dann kam die Gallenblase raus. Und dann, die Weisheitszähne sind schuld, haben die Ärzte gesagt. Na dann alle 3 restlichen Weisheitszähne in einer Operation rausgenommen, wieder voll. Narkose, Antibiotika nehmen und dann wieder andere Arten von Tabletten habe ich genommen und das ist immer schlechter geworden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss ich jetzt dringend etwas tun und bin dann drauf gekommen selber, dass ich bei bestimmten Lebensmitteln reagiere. Speziell dann auch mit Kopfweh, das ist immer ärger geworden. Dann Kopfweh, dann Nasenrinnen ununterbrochen. Und ich habe 6-mal eine Intoleranz-Test gemacht und da wurde nichts gefunden. Ich habe im Grunde gesund gelebt. Ich bin jeden Tag in der Früh laufen gegangen, sehr oft auch in die Sauna. Und das war so ein Wettlauf von Gift, Zucker und Schokolade mit etwas Gesunden, viel Vitamine, die ganzen synthetischen Vitamine, die es da in diesen Geschäften zu kaufen gibt und im Supermarkt, das ist alles Dreck, weiß ich heute. Aber damals habe ich geglaubt, ich lebe ja gesund. Mhm. Warum ist das so? Nachdem das nicht und nicht aufgehört hat, meine Symptome, habe ich dann einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, das muss jetzt in Hand mit einer Fastenkur gut werden. Ich habe nämlich ein Buch in die Hand bekommen von Halima Neumann, Stopp Azidose und Haarausfall. Und das hat mir die Augen geöffnet. Das habe ich gelesen. Meine Freundin hat mir gesagt, lies es und schau zu, musst aufpassen, dass dir nicht schlecht wird. Und ich habe mir gedacht, das ist aber interessant. Habe es mal einen Monat liegen lassen, weil ich keine Zeit hatte. Und dann habe ich es mal an einem Sonntagmorgen nach dem Frühstück in die Hand genommen wieder und haben gedacht, das lese ich jetzt und haben mir wunderbaren Joghurt mit Früchten und Honig draufgegeben und habe das Buch angefangen zu lesen und es wurde mir wirklich nach einer Stunde schlecht. Und aufgrund dessen, weil ich gesehen habe, was ich hier für eine Kombination gegessen habe, Joghurt natürlich aus Kuhmilch, viel zu viel Honig draufgegeben und eine Mischung aus verschiedenen Früchten, unter anderem auch Dosenfrüchte. Ganz schlecht. Fruchtzucker. Und das erzeugt hochgradige Azidose im Körper. Weiß ich heute. Und dann bin ich eben ausgewandert, habe ich gewusst, das muss jetzt so sein. Mhm. Ich werde mich gesund machen, weil ich bin ja mit meinem Körper befreundet, mit meiner Maschine, mit meinem Herz, also mit Hirn und Herz. Und meine Hülle, das ist ein Ganzes, das bin ich als Mensch. Und ich habe gewusst, ich werde in Zukunft den Rest meines Lebens meinem Herz und meinem Hirn und meinem Körper, meinen Organen widmen. Dieser Ausstieg ist genial. Ja. Aber bleiben wir nochmals in dieser Situation. Was ich jetzt so schön höre von dir herausgestellt ist, zuerst sucht man eigentlich die Verantwortung für die Gesundheit bei anderen. Der andere soll mich gesund machen. Der andere sagt, ich muss diese Operation machen. Der andere sagt, ich muss jene Operation machen. Eigentlich ist es immer im Vertrauen gewesen, der andere macht mich gesund. Ja. Und irgendwann kam der Switch. Ja. Es geht vielleicht doch nicht. Vielleicht muss ich auch was tun. Ja. Diese Zucker-Junkies-Bakterien, die sind ja ziemlich hartnäckig. Ja. Das heißt, die schreien ja immer nach Zucker und eine gewisse Zeit lang zumindest, oder? Ja. Heute ist Zucker für dich gar kein Thema mehr? Nein, es war viele Jahre jetzt kein Thema mehr für mich, aber seit dem Lockdown habe ich wieder mich etwas gehen lassen und wurde viel zu oft eingeladen im Lockdown und habe mich wieder gefunden, dass ich
wieder zum Kühlschrank gehe und schaue und mache, mich wieder leichtsüchtig geworden. Ja, ja. Es hat dann nicht aufgehört. Wenn da ist etwas im Kühlschrank, ist etwas zu Hause, dann habe ich es dann so lange gegessen, bis es eben weg war. Da ist diese Sucht da, so ist es auf, es kann ja nur schlecht werden. Ne? Anstatt dass ich es herschenke, ne? Die Schokolade. Ich bekomme nach wie vor Schokolade geschenkt. Das beste und schönste Erlebnis, was ich je hatte, ich habe von einer lieben Freundin einen ganzen Sack voll Schokolade geschenkt bekommen. Vor vielen Jahren, das war vor circa 20 Jahre jetzt her. Und ich habe das angeschaut und mir gedacht, um Gottes Willen, die schickt mir Schokolade, was brauche ich, die Schokolade? Will ich ja gar nicht. Und habe das ins Gemüsefach gegeben und ich habe es vergessen. Alles, ich habe alles vergessen und wie ich den Kühlschrank wieder geputzt habe, habe ich es wieder gefunden und meinte, oh super, ich habe Schokolade zu verschenken. Das war mir klar, ich bin weg von meiner Sucht. Das ist nur im Zuge von Fastenkuren gewesen, von natürlich sehr konsequent, muss man da durchgehen, geht einem nicht gut bei der ersten Fastenkur. Aber dann hat das gut funktioniert. Das war mein schönstes Erlebnis. Ich habe es geschafft. Bravo. Ich mache jetzt zwei Wochen. Und jetzt wieder. In der Klinik, ja. Komme noch in der FX-Meyer-Kur, war ich jetzt gerade zwei Wochen, hat sie auch nichts Süßes gegeben. Und zu Hause habe ich jetzt so ein kleines Schokoladetäfelchen gegessen und dachte, oh Gott, ist das süß. Also unglaublich. In dieser kurzen Zeit, oder? Ja. Also Ein Tropfen Honig ist erleuchtet mich, schmeckt mir natürlich, klar, aber ich traue mich gar nicht mehr zu nehmen, weil es ja so ungemein süß ist. Ja, Körper braucht es auch gar nicht. Es ist in Früchten, in Gemüse genug Zucker, Eiweiß, Mineralien, Vitamine, man braucht dann nicht mehr. Du hast dann den Absprung gemacht, hast gesagt, du hast deine ganze Modefirma verkauft. Ist mit deinen 39 Mitarbeitern, hast du das noch gesagt, gell? Und hast gesagt, Kat, ich gehe jetzt nach Südamerika, lässt es dich dort gut gehen, du lebst mit dir, mit deinem Körper in Einklang, genießt die Gesundheit. Und jetzt bist du eigentlich aus Südamerika hier in die Swiss Mountain Klinik gekommen und da frage ich mich, gibt es in Südamerika keine Klinik und warum bist du da? Ich bin hier, um meinen Körper noch mehr zu verwöhnen, um zu wissen von wunderbaren Ärzten, die hier arbeiten, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Denn von einem Buch oder anderen Büchern kann man nicht alles wissen. Ich bin interessiert und sehr, sehr neugierig immer, was passiert denn eigentlich bei diesem und jenem Prozess. Hier in der Klinik kann ich lernen, was ich noch mehr machen kann für meinen besseren Zustand. Ich habe ja mittlerweile durch diese Azidose eine schwere Histaminintoleranz bekommen. Und das habe ich damals als Eigendiagnose eigentlich wahrgenommen. Und hier in der Klinik möchte ich das komplett bereinigen in meinem Körper. Und das habe ich in wunderbarer Weise hier erleben können, dass das hier diese aufopfernden Ärzte und Arbeiter und Assistenten, die hier arbeiten, die haben mir das alles so gut erklärt, warum diese Therapie oder jene Therapie von Notwendigkeit ist. Und das werde ich jetzt auch in Zukunft bei mir zu Hause anwenden. Heute Nachmittag machst du noch eine Inosphärese. Ja, heute um 14 Uhr gibt es eine Inosphärese. Genau, meine zweite diese Woche. Nach der ersten Inosphärese war ich so erstaunt, dass mein Brain Smog eigentlich fast zur Gänze weg war. Dieses ewige Surren und ist dann auch endlich weggegangen. Und meine rechte Schulter konnte ich endlich rotieren. Ich konnte sie zwar bewegen, aber ich konnte nicht mehr rotieren beim Yoga machen und beim Trainieren.
konnte ich nicht mehr. Was hast du alles diese Woche denn gemacht, ja? Oh, das komplette Programm. Ah, okay. Komplettes, wunderbares Intensivprogramm, was ich aus Neugier und aus Notwendigkeit auch gebucht habe hier. Ja. Aber jetzt muss ich doch noch wissen, wie kommt man jetzt aus Südamerika an die Swiss Mountain Clinic? Informationen einholen im Internet. Ununterbrochen, ohne Unterbrechung, immer wieder mich neu informieren. Das ist ganz wichtig. Was gibt's Neues? Die Medizin ist fast am Anfang und da gibt's immer wieder das Neues zu entdecken. Ich habe auch angefangen, Medizin zu studieren. Mein Vater wäre sehr glücklich, wenn er das wüsste. Nein, wirklich? Ja, ach, ja, super. Im Internet. Ah. Im Internet, ja. Ich habe mal gelesen, die beste Gesundheitsprävention ist, ja, wenn man anfängt, im Alter eine andere Sprache zu lernen oder ein Studium anzufangen. Ja. Alles, was der Körper braucht, behält er, und was man nicht mehr braucht, wird abgebaut. Und ja. Tatsächlich. So bin ich auf die Klinik gekommen, im Internet, durch Zufall, reiner Zufall. Und das Ziel ist jetzt, da in Südamerika irgendwann auch ein kleines Gesundheitszentrum aufzubauen. Wer weiß, vielleicht juckt es mich, ja. Es juckt mich schon auf jeden Fall, die Informationen an meine lieben Freunde weiterzugeben, um zu wissen, damit sie auch gesund werden. Wenn der Leitdruck groß genug ist, dann kommen sie schon. Ja. Du hast ja jetzt eine Oase aufgebaut in einem fremden Land und hast mir vorhin auch gesagt, jahrelang hattest du nicht mal Strom direkt am Strand. Das muss man sich ja mal vorstellen. Oder? Wie kann man da heute noch ohne Strom leben? Die schönste Zeit meines Lebens. Da 12 Jahre ohne Strom. Wirklich? Ja. Die Ruhe, den Frieden genießen und im Einklang mit der Natur zu sein, das war mir das Wichtigste und das hat mich innerlich auch geheilt. Ja, das ist ganz einfach. Ich wollte gar nicht mich wieder anschließen lassen an Strom, es war nicht notwendig. Ich bin mit meinen aufladbaren Batterien, die ich unbedingt brauche für Musik. Was wäre eine Welt ohne Musik und Liebe und Schokolade? Haben Sie wieder. Ja, ein bisschen. Ja, geht ja doch mit Süßigkeiten doch ab und zu, aber nicht so viel. Ich habe ja tatsächlich übertrieben. Ne? Ja. Wie ist jetzt der Zucker, der Fruchtzucker? Wenn du lebst jetzt in einem Land, wo ich mich erinnere, dass diese Mangos einfach nur so herumgelegen sind. Und ich weiß noch, wenn ich mit dir gegessen habe, die waren ja so unfassbar geschmacksvoll. Ja. Aber ich meine, es ist ja auch Fruchtzucker. Wie reagiert dein Körper heute darauf? Der Körper reagiert mit viel Freude, schmeckt unglaublich gut. Die Leber wird etwas traurig und wird überlastet dabei. Schon? Ja. Ich habe durch Fruchtzucker und all die Jahre, weil ich so froh war, auch gesund leben zu können, ich habe von den Bäumen die Früchte geholt. Ich habe 3 Pferde, ich reite immer sehr viel und bin mit Rucksack immer ausgeritten und mit vollem Rucksack zurückgekommen. Die Avocados, die Mangos, die Ananas, die Bananen, ja, das kommt alles in den Mixer und wird gegessen. Und da ist man ganz einfach sehr gesund und auch voll den ganzen Tag. Und ich habe hauptsächlich, wie damals auch kein Strom war, kaum mehr gekocht auf dem Gasofen, den ich hatte. Weil man wird dann auch zu bequem, die Natur und das Meer und Surfen und Reiten ist doch viel, viel besser und lustiger, als wie in der Küche stehen und was sich zu kochen. Also bin ich, ohne es zu wissen, eigentlich roh vegan geworden. Aber die Leber wird sehr, sehr überlastet mit dem Fruchtzucker. Und dadurch habe ich auch nicht nur eine Zuckersucht gehabt, auch eine Histaminintoleranz und schlussendlich habe ich jetzt eine Fettleber bekommen. Und das hervorgerufen durch zu viel Fruchtzucker. Ja. Das habe ich kaum glauben wollen, aber es ist so. Ja, ist man so schlank und hat eine Fettleber, oder? Ja. Und surfen?
Tust du auch noch? Ja. Ich glaub's ja gar nicht. Weißt du, da möchte ich vielleicht noch die zweite, noch die letzten 5 Minuten ein bisschen darüber reden, diesen Absprung, wo du gemacht hast. In welchem Alter hast du gesagt, jetzt könnt ihr mich mal und ich gehe jetzt, folge meinem Herz? Ich war 33. Mit 33 ja. schon? Ja. Schon ein mutiger Schritt gewesen. Ne? Ja, es war mutig. Ich habe einen sehr lieben Mann verlassen nach langer Zeit. Und das war mal ein großer, großer Schritt, den ich auch sehr mochte. Und meiner Gesundheit zuliebe. Und habe gewusst, ich muss diesen Weg gehen, weil er nicht gewillt war, in die Natur zu gehen oder auszuwandern. Und habe dann noch eben mein Business beendet und bin dann auf Reisen gegangen und habe mir die ganzen Westküsten auf der Welt angeschaut. Es waren nur Westküsten interessant. Tropische Trockenwälder waren wichtig und politische, friedvolle Situation war mir wichtig als Frau alleine. Und ja, weit weg von Strom und Zivilisation. Also greifbar sollte es sein. Und das waren so zwischen 6 und 10 Kilometer weit weg von Strom, weil ich brauche ja meine Batterien zum Aufladen. Ja. Für meine Musik und für die Nachrichten einmal täglich. Ja. Musik, also spielst du selber noch Musik, oder? Nein, spiele nicht mehr. Einfach. Nein, ich habe Klavier studiert, aber auch, ja. Wollte ich gerade sagen, auch. Ja. Und jetzt bist du glücklich? Hast du dein Glück gefunden? Ja, ich habe mein Glück gefunden. Mhm. Ja. Man braucht manchmal nicht viel. Man liebe Nachbarn, sehr, sehr friedvolle Situation. Es kommen immer mehr. Das triggert ein bisschen, wie viele Menschen dann sich auch anhängen an so wunderschönen Gegenden. Aber es war vorauszusehen. Ich habe gewusst, also mich hat es eigentlich sehr gewundert, dass so wenig Leute damals vor 32 Jahren dort waren. Mhm. Ja. Schön. Also ich kann dir nur von ganzem Herzen wünschen, dass das weiterhin so gut bleibt. Aber ich glaube, das ist ja auch so, wenn du im Einklang mit der Natur bist und man sich an der Natur orientiert, dann macht man ja keine Fehler. Oder? Nein. Und da kann man keine Fehler machen. Die Natur hat uns jetzt nicht gesagt, nimm jetzt 20 Früchte und mix die und trink die, oder? Dann hast du natürlich logischerweise viel zu viel Fruchtzucker, aber wenn wir die Früchte essen, dann passiert ja das nicht, ja. oder? Ja. Ganz spannende Geschichte, ja. Ja, herzlichen Dank. Was ich aber auch nicht wusste und heute gelernt habe, ich wusste nicht, dass man mit zu viel Schokolade und zu viel Zuckerkonsum tatsächlich in einer jahrelangen Problematik mit Durchfall kommen könnte. Das ist mir völlig neu, habe ich anders gehört. Aber alles, was man übertreibt. Ja, heute mache ich meine eigene Schokolade. Ach, ja. Eigenen Kakao? Ja, ich mag sie nicht so. Mir schmeckt sie nicht so. Ich mag sie gerne. Es ist eine 100%ige Bio-Schokolade von einem wunderbaren Farm in dort, wo ich wohne. Und da mache ich dann so Chocolate Bars, 100% Schokolade, gebe ich mal Ginger hinein und mal Kurkuma, Erdbeeren oder Bananen schneide ich rein, das mische ich und dann kommt sie in eine Form, das ist dann die Schokolade. Ich bin auch eine sehr, sehr gute, ausgebildete, rohvegane Chefin dort. Für meine Freunde und für die Interessenten, die eben gerne roh vegane Menüs essen. Und mache mittlerweile auch nicht nur den roh veganen Käse aus Nüssen und eben auch eine 100%ige Schokolade. 100% heißt, natürlich ist es 100% Kakao, aber keine Milch und kein Zucker dabei und auch keine Datteln. Wenn jemand gerne möchte, mache ich das gerne zu 70% oder 80%, dass dann eben etwas Datteln oder vielleicht Feigen. Und heute mache ich das auch mit Galaktosezucker. Ach, kennst du auch schon? Ich wollte nämlich gerade fragen. Manosezucker, Galaktosezucker ist in Haufen bei mir, habe ich zu Hause. Wieso hast du das kennengelernt? Woher? Auch übers Internet? Von Ihnen. Ja, Kohl-Mosetta hat das Dr. Mosetta hat das gebracht. Das ist mega, fantastisch, ja.
1992 wurde der schon gefunden. Mhm. Ja, es ist traurig, dass das jetzt erst zutage kommt, mhm. eigentlich, ja. Mhm. Ja, sehr gesunder Zucker, ja. wird im Hirn oben verstoffwechselt, mhm. insulinunabhängig. Ja. Tagatose ist auch so einer, oder? Tagatose, ganz wichtig. Isomaltulose wahrscheinlich für Kochen besser. Ja. Das weiß ich jetzt zu wenig, ja. Ja. Ja, es gäbe es, gute Dinge. Die ist, Schokolade, 100% haben wir in der Schweiz auch einen Anbieter. Ja? Im Großhandel, ja, ja. Ah. Mit 100% steht noch Madagaskar drauf. Sehr bitter, aber ich liebe sie. Ja, sehr die. Bitter. Hm. Ja, also, aber es sind halt die Zuckerjunkies hier unten, die müssen sich daran gewöhnen. Hm. Und sobald sie es gemerkt haben, es reicht, dann ist es echt gut, oder? Ja. Aber die Zuckerjunkies müssen einfach das Feld räumen. Ja, ich hoffe auch, dass ich mich daran gewöhne. Aber es ist nicht so. Jetzt esse ich weder hundertprozentige Schokolade noch normale Schokolade, normale Junks-Schokolade, müsste man sagen. Mhm. Aber natürlich ein bisschen kosten muss ich schon, wie der Geschmack dann ist. Also ich nehme ein ganz kleines ein Messerspitze und koste von dem, was ich ganz einfach koche. Ja. Ja, nun, heutzutage ist es so, haben wir noch Dinge in den Schokolade drin, die wollen wir gar nicht wissen. Jetzt hat es nämlich angefangen noch mit ganzen Insekten, oh ja. die man noch beimischt innerhalb von Europa und auch der Schweiz, mhm. Wo in die Schokolade kommt oder als Überzug, dass die Schokolade schön glänzt. Das sind alles Schneckenschleim und oh weiß Gott, was alles. Das sind die Gesetze haben sich sowas von gelockert, dass man heute einfach noch günstiger ist, noch besser. Mhm. Und es ist eigentlich ganz schlimm, was da gemacht wird in Bezug auf Nahrung. Mhm. Ja, da kann ich nur sagen, da hast du es ja schon schön im ja. Einklang mit der Natur und alles wächst dir im Garten. Ja, echt. Ich pflücke meine eigenen Bananen und Kokosnüsse jeden Tag frisch. Mhm. Meine Kokosnüsse sind 2 Minuten fertig. Eine frische Milch zu Hause, mhm. ist ganz wichtig. Es geht so einfach. Viel einfacher, wie eigentlich in den Supermarkt zu gehen und das zu kaufen. Sehr, sehr schön und ich begrüße sehr, dass man jetzt auch vegane Milch überall bekommt, schon fast. Aber da sind ja auch wieder Haltbarkeitsstoffe drinnen. Ich kann es jedem empfehlen, ganz einfach Körner zu kaufen, Getreide zu kaufen vom Biobauern und das in den Hochleistungsmixer zu geben, mit Wasser mischen und man hat eine wunderbare Hafermilch. Oder eine Hanfmilch, ist auch süß. Sehr gut. Ja, ja. ja, das ist doch wunderbar. Mhm. Ja. ja, die nehmen wir jetzt für den Kaffee rein, diese Hafermilch. Also, ja. Gibt man so ein Süße rein, muss ich nicht mal mit Galaktose reintun. Nein. Das reicht schon. Ja. Super, also herzlichen Dank, liebe Katharina. Vielen Dank. Und ja, danke für die Ihnen. Geschichte. Ja. ja. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten die einen oder anderen Personen zu Hause auch zeigen, was passieren kann, wenn man einfach wirklich zu fest in die Zuckersucht hineinkommt und dass die ein oder anderen körperlichen Reaktionen diesen Zusammenhang haben und Histaminintoleranz nicht immer nachgewiesen wird durch irgendwelche Tests, sondern im inneren Gefühl man schon erkannt, dass da jedes Mal eine Reaktion da ist, wenn ich das Produkt auch esse. Und ja, Selbstverantwortung ist hier doch immer wieder der Schlüssel. Man ist immer selber für die Gesundheit verantwortlich und das immer wieder zu delegieren, hat man jetzt gleich in dieser Geschichte auch wieder gesehen. Vieles hätte nicht sein müssen. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.